Kanonen, die wir hier haben, die sind im Maßstab 1 zu 10. Und die Blinkblasen sind hier auch alle, aber die haben auch alle einen Propeller drin. Die könnten rein theoretisch auch Luftblasen, beziehungsweise wenn man die hinten Schneeflocken rein tut, Schneeflocken. Das schneiden wir heutzutage auch nicht mehr mit Chemie, das war früher anders. Heutzutage ist es also so, nur wenn die Wetterverhältnisse es zulassen, kann beschneit werden. In den 80er, 90er Jahren wurde mit Chemie beschneit oder Chemie zugesetzt. Man konnte problemlos bei plus 5 Grad Schnee erzeugen. So, wir haben aber nicht nur, sag ich mal, hier rote Modelle auf der Fläche, die sich alle im Maßstab 1 zu 12 bewegen, vor der Sesselbahn steht. Dieser Pistenbully ist ein kompletter Eigenbau. Und die Schildfunktionen und auch hinten die Fräse werden über Hydraulik bewegt und nicht über Servos. Es ist also eine Mini-Hydraulik verbaut, um das Schild zu verstellen. Man kann dieses Schild auch sehr weit nach hinten kippen, nach oben kippen. Das hat also eine Sonderfunktion. In den Skigebieten werden heutzutage auch sogenannte Funparks ausgebaut, also sprich für Snowboardfahrer und Skifahrer, die etwas mehr machen wollen, also die Piste runterfahren. Dafür muss man dieses Schild viel höher verstellen können. Weil eine normale Raupe ist dafür ausgelegt, eigentlich nur Schnee zu schieben, zu verschieben, aber nicht irgendetwas zu modellieren. Deshalb ist dieses Modell etwas anders aufgebaut und kann dadurch auch sehr hohe Rungen herstellen. Jetzt haben wir noch auf der Fläche, bewegt sich gerade ein Modell im Maßstab 1 zu 8. Das ist ein Pinot Lightwolf. Gibt es so heute auch nicht mehr, ist auch schon überholt worden. Das ist auch ein kompletter Eigenbau. Da gibt es nichts fertig zu kaufen. Bis jetzt stecken da schon gute 2 Jahre Arbeitszeit drin. Damit er jetzt hier auf den Ketten steht, fährt. Und es werden wahrscheinlich noch 2 Jahre vergehen, bis er dann komplett fertig ist. Beim Großteil der anderen Modelle hier auf der Fläche hat man als Basis Fahrwerke oder Kettenfahrwerke aus den 80er Jahren genommen, die es mal auf dem Markt gab, und hat diese einfach nur modifiziert mit anderen Ketten und mit anderen Fahrerhäusern. Dann gibt es hier noch Modelle, das sind komplette Modelle, die man heutzutage auch so häufig erwerben kann. Das ist von der Firma Piston King. Haben also ein ganz anderes Antriebskonzept als früher mit schweren Getrieben und sonstigen. Wir sind also dann auf dem Markt wieder erhältlich. Kommen auch der originalgetreue viel, viel näher als die alten Fahrwerke.